Ja, stell dich hin und sieh her aus, das kann ich. Wieder heim. Wir sind eine lustige Truppe. Das sieht man da drin schon, wenn man Musik macht. Macht dir der Rassel Spaß? Ja. Hast du Spaß bei der Musik? Ja. Kommst du gern? Ich bin aber schon schreien wieder. Toll. Unser Kind will rennen. Unser bester Werbeträger, 4 Jahre alt, verschwindet. Klasse. Mein Bild ist so jetzt mobil. Fall durch die Hecke. So. Wir sind die Guggenmusik Phoenix-Krechzer e.V. aus Ramstein. Wir treffen uns samstags in der Realschule Plus im Tischtennisraum in der Scharnauer Straße 31 und proben von 18 bis 20 Uhr. Und ich bin die erste Vorstand, Rechtschütz Mirjana. Also im Moment sind wir 30 Mitglieder. Wir haben 30 Mitglieder, sind nicht alle aktiv. Also wenn wir auftritt haben, sind wir meistens so 25 Aktive. Aber Neumitglieder sind herzlich willkommen, egal ob sie Blasinstrument oder Pauke oder Schlagzeug spielen wollen. Also es kann eigentlich jeder mitmachen. Das Interesse an Musik muss bestehen, der Wille. Einfach Spaß an Guggenmusik reicht schon. Gar nicht. Das kann man bei uns lernen. Also wenn jemand Interesse hat am Instrument, und dann nehmen wir uns die Zeit. Und wir üben dann mit denen und zeigen es und erklären es. Ne? Die können auch zu uns kommen und können das natürlich lernen und probieren. Sie zum Beispiel geht jetzt ganz nah an die Trompete. Sie hat die ganze Zeit Blocks gespielt und das sogar sehr gut. Und jetzt geht sie dann doch gerne an die Trompete wechseln, was uns sehr freut. Also während der Kampagne sind so etwa 20, 25 Auftritte, aber über das Jahr sind es etwa genauso viele. Über den Karneval ist es eher so Karnevalssitzungen, vielleicht 2, 3 Umzüge, die man mitlaufen. Und über das ganze Jahr sind es Geburtstage, Stadtfeste, Hochzeiten. Alle möglichen Events und Veranstaltungen kann man uns buchen. Privat oder bei Geschäften, Eröffnungen, verkaufsoffene Sonntage, das ist egal. Also wenn ihr Spaß an Guggenmusik habt oder Musik interessiert sind, ihr seid jederzeit herzlich willkommen, bei uns vorbeizukommen, bei unseren Proben teilzunehmen, rinzuschnuppern, Instrumente auszuprobieren. Und es muss sich niemand schämen oder genieren. Es kann jeder Guggenmusik machen, der ein bisschen Spaß an Musik hat.